Schau mal, der Bodensee. Oh, was für ein Blick man von hier hat. Frau Golz? Frau Golz? Frau Golz? Frau Golz? Telefon, Ihr Mann. Danke. Ja? Jakob? Wann? Ja. Jakoble. Maria, meine Sonne. Mein Bub. Ich hab mir solche Sorgen gemacht. Geht's dir wieder gut? Alles in Ordnung. Hast die Operation gut überstanden? Ich bin schon fast wieder der Alte. So wie du. Du bist noch genauso schön wie früher. Maria, darf ich dir Madeleine vorstellen? Meine Frau. Madeleine, das ist Maria. Sie hat mich aufgezogen. Besser als jede Mutter. Freut mich. Grüß Gott, Frau Golz. Herzlich willkommen. Danke. Und du glaubst gar nicht, wie sich dein Vater freut, dass du zu seinem Geburtstag kommst. Jetzt kommt rein. Komm. Er hat sich ja gar nichts verändert. Ja, so war das schon immer. Egal wie groß das Chaos ist, mein Vater sitzt mittendrin und liest die juristische Wochenzeit. Ich habe was vergessen. Wirklich schön hier. Ja. Hier. Ja. Maria, hältst du das mal? Freilich. Ja, so ist er, mein Vater. Ich glaube, ich mag ihn. Herzlichen Glückwunsch, Papa. Jakob. Alles Gute zum Geburtstag. Gott, siehst du gut aus. Papa, darf ich dir Madeleine vorstellen? Meine Frau. Du hast geheiratet? Ja. Hervorragend. Herzlich willkommen. Und herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Alles Gute. Und das ist für dich. Och, die Columbia, die habe ich schon lange gesucht. Ich hab's nicht vergessen. Der verlorene Sohn. Immer. Komm. Immerhin hast du den Geburtstag deines Vaters nicht vergessen. Grüß. Madeleine, darf ich dir meine kleine Schwester vorstellen? Ima. Ima, das ist Madeleine, meine Frau. Guten Tag. Du hast dich getraut, Jakob. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Ihnen auch, Madeleine. Und? Wo haben Sie ihn kennengelernt? In Tel Aviv? Ja, wir haben zusammen gearbeitet. Wie geht's dir denn nach dem Anschlag? Mit so einer Frau an meiner Seite kann es mir nicht schlecht gehen. Schön, dass du da bist. Immer. Gibt's keinen Champagner im Haus? Natürlich. Aber ich dachte, wir warten, bis Mutter auftaucht. Ach was, wer weiß, wann die kommt. Jetzt wird gefeiert. Komm. Grüß Gott. Jona. Meine besten Wünsche, Karl Ludwig. Dass ich dir nur das Schönste wünsche, weißt du. Ja, ich hoffe, es gefällt dir. Ich glaube, man kann nicht genug davon haben. Und falls du nicht gewusst hast, wie ähnlich dir dein Sohn ist, er hatte dieselbe Idee. Darf ich? Danke. Jakob. Hallo, Mutter. Geht es dir gut? Ja. Danke der Nachfrage. Darf ich dir Madeleine vorstellen? Meine Frau. Bin ich nicht ein Glückspilz? Wer bekommt schon zum Geburtstag zu seiner wunderschönen Frau? Auch eine wunderschöne Schwiegertochter. Ich freue mich. Herzlichen Glückwunsch. Thank you.
schöne Frau, deine Mutter. Danke. Hallo. Ich habe gesagt, deine Mutter ist eine schöne Frau. Als Kind habe ich immer gedacht, die Schneekönigin. Du weißt schon, die aus Andersens Märchen. Sie ist bestimmt so wie meine Mutter. Wunderschön. Und ein Herz aus Eis. Sieht doch lecker aus, hm? Schwager. Sowas kriegst du da unten sicher nicht alle Tage. Ja, da hast du recht. Wenn die Familie immer an letzter Stelle kommt, dann verpasst man halt so einiges. Wir waren damals alle ganz schön erschrocken, als wir gehört haben, dass du bei diesem Selbstmordattentat verletzt worden bist. Hast du nicht langsam genug davon, dich immer in Krisengebieten rumzutreiben? Tja, irgendwie ist es wie eine Sucht. Man beginnt die Gefahren, das Risiko zu lieben. Da können wir ja richtig froh sein, dass du zu Vaters Geburtstag gekommen bist, in die langweilige Provinz. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, Mr. President. Wer ist denn das? Happy Birthday to you. Das ist doch Clarissa. Clarissa? Komm, jetzt tu doch nicht so. Du kennst doch meine Nichte Clarissa, die wir nach dem Tod ihrer Eltern... Das gibt's doch gar nicht. Clarissa ist die Einzige hier, die wirklich glücklich ist. Und jetzt alle! Happy Birthday to you! Happy Birthday to you! Happy Birthday, Kalumi! Happy Birthday to you! Du bist ein Prachtmädel. Alles Gute zum Geburtstag. Danke. Erkennst du Jakob? Was hat deine Schwester eigentlich damit gemeint, als sie sagte, Clarissa sei die einzig Glückliche hier? Seid ihr alle so unglücklich? Ach was. Wir sind genauso glücklich oder unglücklich wie alle. Immer neigt schon immer ein bisschen zum Dramatisieren. Naja, vielleicht sind wir ja doch alle ein bisschen verrückt. Kann schon sein. Er wirkt doch ganz glücklich, nicht? Das liegt sicher an seiner bezaubernden Frau. Es ist gut, wenn man sich keine Sorgen mehr machen muss. Wenn es den Kindern gut geht, geht es auch den Eltern gut. Langsam werde ich ein sentimentaler Esel. Aber du hast ja recht. Es ist ja das Wichtigste, dass es den Kindern gut geht. Und dass es dir gut geht. Das ist das, was ich mir wirklich immer gewünscht habe. Aber es geht mir gut. Mach dir keine Gedanken, Karl Ludwig. Es geht mir so gut, wie es mir gehen kann. Über Nacht? Ich denke ja. Guten Morgen, Jakob. Du gehst? Ich muss. Na klar, wie immer. Du musst. Na dann, schönen Tag noch. Entschuldigung, ich wollte noch etwas sagen. Schön, dass du da bist. Und ich wollte mich dafür bedanken, dass du Dein Vater ist sehr froh, dass du zu seinem Geburtstag gekommen bist. Ja. Vater scheint sich wirklich zu freuen, mich zu sehen. Ich würde gerne wissen, wie lang bleibst du? Keine Ahnung, ein paar Tage. Ich habe
von dem Anschlag gehört. Und du hast dir bestimmt Sorgen gemacht, ja? Das hab ich. Wirklich. Tja, es geht nichts über ein lieben Mutterherz, nicht wahr? Beeilung, kleines Fräulein, ich muss langsam los. Tschüss. Schlafbereit? Ja. Tschüss. Ciao, Emma. Du warst über Nacht hier? Ja. Es war ein schönes Fest. Das hast du wirklich gut gemacht, Emma. Danke. Wenn du schon mal hier bist, dann können wir doch gleich die Muster für die neuen Tapeten im Wohnzimmer. Ein andermal. Ja, ich habe jetzt wirklich keine Zeit. Tut mir leid. Auf Wiedersehen, Emma. Sie ist unmöglich. Ich weiß nicht, wie du das aushältst. Jakob? Guten Morgen, meine Sonne. Guten Morgen. Es riecht so lecker nach Kaffee. Krieg ich auch eine Tasse? Freilich. Und wie geht's da? Hast du gut geschlafen? Ausgezeichnet. Wo ist denn deine Frau? Schläft doch. Das hat bei deiner Mutter arg gefreut. Ja. Deshalb ist sie ja schon wieder weg. Ja. Fahr halt einfach mal rüber zu ihr und red mit ihr. Einfach mal. Ich war doch noch nie da. Umso schlimmer. Du drückst dich, Jakob. Das ist nicht gut für dich und nicht gut für sie. Du müsstest wirklich einmal mit ihr reden. Sie wollte das doch nicht. Sonst hätte sie mich doch schon längst eingeladen. Wenn du das jenseits der Donau erzählst, Butterbrezel in Kaffee getunkt, die halt nicht für verrückt. Jakob lenkt nicht ab. Was willst du hören, Maria? Dass ich mich freue, Jona zu sehen? Das tue ich. Wirklich. Guten Morgen. Guten Morgen. Hast du gut geschlafen? Ausgezeichnet. Schon so früh wach? Ja, wie nur ein paar frische Blumen geschnitten. Sind Sie zum Mittagessen da, Frau Golz? Ich müsste wissen, was ich kochen soll. Es wird dir schon was einfallen, Hanna. Auf jeden Fall mach Tomatensalat dazu. Die im letzten Beet sind jetzt reif und die schmecken sehr am besten. Gut. Was willst du bei den Toten an so einem schönen Tag? Jona, du solltest bei den Lebenden sein. Geh nach Hause, Jona. Lauf nicht immer weg. Jetzt, wo sogar Jakob den Weg zurückgefunden hat. Du hättest deinen Sohn beinahe verloren bei diesem Anschlag in Tel Aviv. Sowas kann so schnell gehen. Das musst du mir nicht sagen. Und jetzt ist er da. Gesund, unversehrt. Denkst du nicht, ihr solltet diese Chance nutzen? Du hast ihn doch gesehen. Es geht ihm gut. Er hat eine schöne Frau. Er ist ein gut aussehender, erfolgreicher Mann. Er braucht mich nicht. Aber du brauchst ihn. Es ist besser so. Wie lange willst du dich noch bestrafen, Jona? Jeder Mensch hat ein Recht auf Glück. Thank you.
war meine Schwester. Braucht mal wieder Geld, die Kleine. Ihr seid ziemlich unterschiedlich, ihr beide. Da bin ich. Georg, hey, pünktlich wie immer. Mann, schön, dich zu sehen. Ich freue mich. Mandlau, darf ich dir vorstellen? Georg Heinmann, Zeitungsverleger und mein Blutsbruder, seitdem ich 8 bin. Georg, das ist Madeleine, meine Frau. Hallo, freut mich. Ach, mich auch. Und gefällt es Ihnen hier in Konstanz? Ich frage das ganz egoistisch. Ich habe Jakob bestimmt schon ein Dutzend Mal einen Job angeboten. Ich mache ihn sofort zum Chefreporter. Das klingt doch ganz gut. Georg, du weißt, was ich von dir halte. Ja. Trotzdem. Ich weiß, dir ist es hier zu Ende. Gib mir was essen. Oh ja. Larissa, ich habe nicht gewusst, dass du auf dem Boot bist. Ich bin hier manchmal zwischen den Vorlesungen, habe meine Ruhe hier. Willst du segeln gehen? Ja. Ich komm mit. Wo ist denn deine Frau? Sie macht einen Einkaufsbummel. Den macht sie am liebsten alleine. Also dann fahren wir, bevor der Wind abflaut. Jetzt erzähl mal. Was? Naja, wie es dir geht, was du so machst, was du vorhast. Vor allem möchte ich wissen, warum stürzt du dich eigentlich immer mitten rein in dieses Kriegsgetümmel? Das ist mein Leben. Ein bisschen Abenteuer ist auch dabei. Ja, aber hast du nie Angst? Ich meine, da kann jeden Moment neben dir eine Bombe hochgehen. Natürlich habe ich Angst. Wer keine Angst hat, wird unvorsichtig. Und wieso machst du es dann? Weil es wichtig ist. Weil die Menschen ein Recht auf Information haben. Und irgendwie treibt mich auch die Neugier. Ich fühle mich da am lebendigsten. Obwohl um dich herum Menschen sterben. Ich will fühlen, was die Menschen bewegt. Tja, und dazu muss ich mitten rein, in das Herz der Dinge. Ich will wissen, wie es da drin aussieht. Und wie sieht's in dir aus? In mir. Du stellst Fragen. Keine Ahnung. Wie geht's heute? Sehr gut. Wie geht's Ihnen heute, meine Frau? Ich hätte gerne ein Croissant. Weißt du eigentlich, dass ich für dich geschwärmt habe, als ich klein war? Ach ja? Du warst meine erste große Liebe. Und jetzt? Was denkst denn du? Wieso habe ich nichts davon bemerkt? Ich war 7 und du warst 20. Du hast mich einfach übersehen. Ich fand dich so toll. In den nächsten Jahren bist du mein Held geworden. Maria hat all deine Reportagen ausgeschnitten und gesammelt. Die ist so stolz auf dich, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Und alle haben sich immer Sorgen um dich gemacht. Alle? Und jetzt? Bist du enttäuscht? Wieso? Weil mein Held zum Menschen geworden ist? Im Gegenteil. Der Mensch ist faszinierender als der Held. Jona, welche Freude. Ich habe nicht damit gerechnet, dass du heute noch mehr kommst. Ich war bei Meierbräu. Der will, dass wir ihn mit Fleisch beliefern. Und da dachte ich, vielleicht würdest du dich freuen, mich zu sehen. Vielleicht würde ich mich freuen, dich zu sehen. Ich freue mich. Ich sage gleich Maria Bescheid, dass sie uns Kaffee serviert. Auf der Terrasse? Gern. Okay. Clarissa, ich habe gehofft, dich hier zu treffen. Wo ist Jakob? Keine Ahnung, ich glaube, er holt Madeleine aus der Stadt ab. Wieso? Ich habe euch gesehen. Auf dem Boot. Er ist verheiratet, Clarissa.
Das bist du auch, Jona. Hast du jetzt endlich Zeit, mit mir über die Tapeten zu reden? Sag mal, sollten wir nicht Clarissas Zimmer gleich mitrenovieren? Sie wollte doch für ein Auslandssemester in die USA gehen. Sie ist so ein tüchtiges Mädchen. Du weißt schon, wie gut sich meine Kleine in der Schule entwickelt. Die Lehrer sind alle sehr zufrieden mit ihr. Sie hat gerade einen sehr guten Aufsatz geschrieben. Das verdankt sie dir. Du bist eine sehr gute Mutter. Weißt du das? Was ist eigentlich so schlimm an Georgs Angebot? Mir gefällt's hier. Ich verstehe einfach nicht, warum niemand akzeptieren will, dass ich nicht mehr hierher gehöre. Schau mal. Schön. Wieso eigentlich nicht? Warum gehörst du nicht hierher? Ich bin seit über 10 Jahren weg von hier. Mein Leben findet woanders statt. Wir leben in Hamburg. Du lebst ja auch nicht da, wo du geboren worden bist. Aber ich fahre gerne dorthin und ich denke gerne dran. Das mag für dich so sein. Ich habe keine Wurzeln. Und ich will ungebunden sein. Deswegen hast du mich ja auch geheiratet. Hättest du das auch getan, wenn ich nicht so in Not gewesen wäre? Was soll das denn? Die Situation war doch eindeutig. Anders hätten wir dich doch gar nicht weggekriegt von diesem Typen. Du hast mich gerettet. Und nur deswegen hast du mich geheiratet. Ich weiß nicht, was du willst, Madeleine. Du bist doch mein bester Freund. Es ist gut, so wie es ist. Glaub mir. Es könnte gar nicht besser sein. So. Und jetzt hole ich uns was Anständiges zu trinken. Mein Vater hat ein ausgezeichnetes Kirschwasser im Schrank. Komm gleich wieder, ja? Ja. Der Kirsch ist aus meinen Kirschen gebrannt. Wir haben ganz hervorragende Herzkirschen. Schmeckt er dir? Ich fahre erst morgen. Magst du mir auch ein Glas geben? Wir haben die Brennerei gewechselt. Das war eine gute Entscheidung. Du bist ein Phänomen. Mal bist du hier, mal bist du da, ohne jemals eine Entscheidung zu treffen. So ist mein Leben nun mal. Ja, dein Leben. Nur, dass da noch andere Leben dranhängen. Vaters, Imas, meins. Wir müssen uns immer nach dir richten. Ihr alle könnt tun, was ihr wollt. Ihr seid erwachsen. Niemand zwingt euch. Aber ich war nicht immer erwachsen. Ich war ein Kind, das sich nie auf seine Mutter verlassen konnte, weil sie mal da war und mal nicht. Eigentlich habe ich immer nur gewartet. Du hattest einen Vater, der dich über alles liebt. Du hattest Maria, eine Schwester. Wieso solltest du auf mich warten? Weil du meine Mutter bist, verdammt nochmal. Aber im Grunde warst du das nie. Magst du dir meinen Kirschgarten nicht mal ansehen? Ihr könntet auch bei mir wohnen. Deine Frau und du. Danke für die Einladung, Jona. Wir kommen gern. Ja, tut das. Und möglichst bald. Und? Werden wir es machen? Was? Na, deine Mutter besuchen. Vielleicht. Ja. Warum eigentlich nicht? Wann? Keine Ahnung. Irgendwann.
Hier. Kirschwasser. Aus Mutters. Aus Jonas Garten. Ich weiß nicht, was los ist zwischen euch, aber ich werde sie besuchen. Sobald wie möglich. Ich möchte sie unbedingt näher kennenlernen. Immerhin ist sie deine Mutter. Auf Wiedersehen, immer. Wolltest du wirklich nicht frühstücken? Danke, Maria. Ich habe jetzt wirklich keine Zeit. Tschüss, Mama. Fahr's vorsichtig. Guten Morgen. War das Jona? Ja, gerade ist weg. Schade. Maria, meine Sonne. Wie spät ist es? 10:30. Deine Frau hat gesagt, sie fährt rüber zur Jona. Sie hat gemeint, ich soll dich so lange schlafen lassen, wie du willst, aber so ein schöner Tag. Willst du ihn wirklich verschlafen? Oh, Jonas Kirsch. Irgendwas mache ich falsch. Wieso lieben sie mich nicht alle so wie du? Sie lieben dich, Jakob. Wirklich. Du musst es nur endlich zulassen, Bub. So, jetzt komm. Frühstück ist fertig. Nach 5 Minuten, ja. Danke. Keine Ursache. Ein Kaffee, bitte. Das ist wie Fast Food. Man weiß, wie es schmeckt, aber man kommt nicht davon los. Danke. Nein, kein Kaffee, ein Wasser, bitte. Stimmt so. Spülwasser ist besser. Vielleicht ein Schluck Wasser? Nein, danke. Oh, ich glaube, wir legen an. Ich muss zu meinem Auto, also dann. Wiedersehen. Wiedersehen.
machst mir Angst. Der See hat seine Tücken. Hab mich wohl überschätzt. Ich dachte, ich bin fitter. Du musst dir Zeit lassen. Du warst schwer verletzt. Soll ich mich mit 35 zur Ruhe setzen? Ach, was? Ich will auch nur, dass du die paar Tage, die du hier bist, genießt. Zusammen mit deiner Frau. Sie gefällt dir? Endlich jemand, der sich um dich kümmert, wenn du draußen bist. Wenn du wüsstest, wie mich das beunruhigt. Ich finde es wirklich nett, dass du dich um mich sorgst, Papa, aber ich komme ganz gut zurecht in meinem Leben. Wirklich. Jeder Mensch braucht einen Lebensmittelpunkt. Einen Ort, eine Person. Vielleicht ist das jetzt mal Lauf für dich. Das würde mich freuen. Ich brauche sowas nicht. Das Einzige, was ich will, ist Freiheit. So wie Mutter. Jeder hat seine eigene Geschichte. Und seine eigenen Schmerzen. Deine Mutter, Jakob. Sie konnte nicht anders. Oder sie wollte es nicht. Und du hast es zugelassen, dass sie ein anderes Leben führt. Ohne dich und ohne uns. Ich hatte keine Wahl. Natürlich gab es Zeiten, da dachte ich, ich könnte das nicht aushalten, dieses Leben, das mir Jona aufgezwungen hat. Für niemand anderen hätte ich das getan. Bist du jemals glücklich gewesen? Jede Minute, die ich an sie denke. Siehst du, und genau das ist der Unterschied. Wenn ich an Jona denke, bin ich nur unglücklich. Dass du dir immer noch diese Arbeit machst, warum schabst du sie nicht vom Brett? Brett werden's nicht so fest wie aus der Presse und dein Vater mag's fest und spießig. Riecht das gut. Darf ich? Hey. Oh, die habe ich vermisst. Das Essen ist ein paar Minuten fertig. Kannst du mal bitte Papa Bescheid sagen? Und deiner Frau? Madeleine ist unterwegs. Und ich bin in der Stadt zum Essen verabredet. Ja klar, genau wie Mutter. Moment. Man kommt und geht, wann man will. Wirf mich nicht in einen Topf mit Mutter. Und wieso nicht? Ihr seid doch beide gleich. Egoistisch, rücksichtslos, ich hasse das. Ich meine, okay, wenn wir nicht gut genug für euch sind, wenn ihr glaubt, dass ihr was Besseres seid, ne? Dann bleibt doch einfach weg. Sagen Sie, kennen die eine Frau Goltz? Frau Goltz? Ja, klar. Die ist eine von uns. Morgen. Kann ich Ihnen helfen? Ich suche Frau Goltz. Ist sie da? Die Frau Goltz ist vorne im Haus. Ich kann nämlich jetzt gerade nicht aus dem Laden weg. Gehen Sie doch einfach mal selber vor. Okay, danke Ihnen. Bitte. Jona? Hallo, Überraschung. Hier bin ich. Hallo. Madeleine. Wie schön. Ich freue mich so, dass du gekommen bist. Darf ich dir alles zeigen? Gerne. Ja, dann komm. Darf ich?
das hier sind die besten Obstbäume weit und breit. Ich weiß, es klingt nach Angabe, aber es ist so. Schon mein Vater hat immer nur Wert auf Qualität gelegt, statt auf Quantität. Ich bin beeindruckt. Das hatte ich irgendwie nicht erwartet, so ein großes Anwesen. Das macht doch unendlich viel Arbeit. Ich liebe diese Arbeit. Das hier ist meine Welt. Von der Jakob keine Ahnung hat. Es würde ihm sicher hier gefallen. Er kann jederzeit kommen. Ach, da bist du, Jona. Ich hab dich überall gesucht. Jetzt hast du mich ja gefunden. Madelon, darf ich dir Rudolf Mosbacher vorstellen? Meinen Verwalter. Ja, ist der beste Mann, den ich habe. Hallo. Rudolf, das ist Madelon. Du weißt schon, Jakobs Frau. Es freut mich sehr, Sie kennenzulernen, Frau Golz. Guten Tag. So, und jetzt gehen wir alle was trinken. Gerne. Ja. Bitte. Komm. Ja, ich bin wieder fit. Ich habe gehört, du hast einen Job für mich in Hamburg. Ja, klasse. Ja, dann komme ich einfach vorbei und wir machen die Sache fest. Okay, bis die Tage. Ciao. Schade. Was ist schade? Ich hätte gehofft, du würdest noch ein paar Tage bleiben. Wieso? Das weißt du ganz genau. Entschuldige, Clarissa. Es geht nicht. Und wieso nicht? Weil ich nicht will. Du bist zu jung und ich bin zu verheiratet. Du hast Angst. Ich hab dir doch gesagt, wer keine Angst hat, wird unvorsichtig. Was könnte dir denn passieren? Überraschung. Erst treffen wir uns auf dem Schiff und dann sind Sie wieder da. Ja. Wo kommen Sie so plötzlich her? Irgendein Wind hat mich hierher geweht. Über den See? Ich habe gewusst, dass ich Sie wiedersehe. Ich war mir ganz sicher. Wieso? Keine Ahnung. Kommt ihr bitte? Das Essen ist fertig. Ja, dann. Darf ich bitten? Schön, dass Sie hier sind. Dankeschön. So. Jetzt. Komm, Herr Jesus, und sei unser Gast und segne, was du uns beschert hast. Hoffentlich hast du Hunger. Das sind Schupfnudeln mit Kraut. Ja, kenne ich. Ah, danke. Ich hoffe, es schmeckt. Wann geht die nächste Fähre nach Konstanz? Magst du nicht über Nacht hier bleiben? Ich würde mich so freuen. Ach, gerne. Dann rufe ich nachher nur Jakob an, ja? Darf ich? Darf ein bisschen Brot, danke. Glaub mir, ich wäre auch oft gern abgehauen. Aber als Erbe hast du halt Verantwortung. Außerdem hat es damals Melanie noch gegeben. Die hat ja ums Verrecken nicht wegwollen aus Konstanz. Hier war sie ja jemand. Die Frau vom Verleger. Tja, Frauen. Und da draußen? Da ist alles besser. Hm. So kann man es nicht sagen. Alles schon gar nicht. Die beste Diskothek, die ich kenne, zum Beispiel, ist immer noch unser Blue Moon. Hallo? Ja.
Jakob, ich wollte nur sagen, dass ich auf dem Hof deiner Mutter bleibe. Wir sehen uns dann morgen, ja? Okay, bis dann. Tschüss. Also wenn du mich fragst, ich finde, wir sind für sowas mindestens 15 Jahre zu alt. Soll ich dir was sagen? Hä? Du hast recht. Was sowas? Jakob, Mensch! Katja Bauer, das gibt's ja gar nicht. Und du erzählst mir, du gehst nie weg. Na, wie sieht's aus, Jungs? Lust auf einen Drink? Na klar. Ihr müsst auch keinen Eintritt zahlen. Ich fahre jetzt. Vielen Dank, Hanna. Gerne, Frau Holz. Was? Du gehst? Warum? Bleib da. Es ist besser so. Sag ihr viele Grüße und vielen Dank. Ich rufe sie an. Guten Morgen, sag bloß, du willst schon gehen. Du, ich habe gerade frische Brezen geholt. Das mache ich nicht für jeden. Die mit Butter dazu, frische Würstchen und eine große Tasse Kaffee. Ein besseres Frühstück gibt es nicht. Tut mir leid, Jona, aber Jakob wartet. Natürlich, deinen Mann darfst du nicht warten lassen. Danke für alles. Auf Wiedersehen. Wie kommst du denn zum Hafen? Achso, Rudolf bringt dich. Nicht nötig. Ich habe mir ein Taxi bestellt. Muss schon unterwegs sein. Ich gehe ihm entgegen. Ich brauche dich zum Dolmetschen. Ich weiß nicht, ob mein Arabisch gut genug ist. Ja, besser als meins auf jeden Fall. Ich will dich dabei haben. Wir sind doch ein Team, oder? Ist wunderschön da drüben bei deiner Mutter. Solltest wirklich mal rüberfahren. Das nächste Mal. Wir müssen morgen in Hamburg sein. Ja? Wer? Uniklinik Freiburg? Ja, meine Schwester. Was ist mit ihr? Um Gottes Willen. Wie geht's ihr? Ja, ja, natürlich, ich komme sofort. Danke. Jeanette? Ja. Was ist los? Sie hat einen Unfall, ich muss sofort zu ihr. Ich fahr dich. Nein, du fährst nach Hamburg? Du glaubst doch nicht, dass ich dich jetzt alleine lasse. Na komm, vielleicht ist hier alles gar nicht so schlimm. Hm? Hör zu, egal was passiert, ich bin für dich da. Okay? Danke. Also, ich danke Ihnen recht herzlich. Keine Ursache, gnädiger Frau. Alles gut. Danke Ihnen. War kein schlimmer Unfall, nur ein paar Prellungen. Oh, Gott sei Dank. Aber sie ist schwanger. Wie schön. Sie wird sich freuen. Es gibt Probleme. Es besteht jederzeit die Gefahr, dass sie das Kind verliert. Und was ist mit dem Vater? Ist gut. Keine Ahnung. Zeig. Nettie, Liebe.
Was machst du denn für Sachen, hm? Kaum kümmert man sich nicht um dich, passiert was. Wieso hast du mir eigentlich nie zum Baby gesagt? Ich wäre doch sofort gekommen. Das Baby ist gar nicht das Problem. Das schaffe ich schon. Aber der Vater. Ich habe Schluss gemacht, da ist er durchgedreht. Er hat mich Tag und Nacht verfolgt. Was? Und was jetzt mit dem Typen? Ich habe keine Ahnung. Ich habe nur Angst, dass er mich findet. Das werden wir verhindern. Ich bin Jakob, Madelons Mann. Wir müssen nach Hause. Ätzend's doch. Och, Gottes arme Schätzle. Ich bin die Maria. Ich bringe sie rauf. Ja. Was ist denn los? Marlons Schwester, es geht ihr wohl nicht gut. Sie kriegt ein Baby. Sie wird eine Weile bei uns bleiben, wenn du nichts dagegen hast. Aber du musst doch nach Hamburg. Erwartet er jetzt von mir, dass ich mich um sie kümmere? Na ja, das kriegen wir schon. Karl Ludwig? Ich wollte nur hören, wie es dir geht. Du hast dich seit 2 Tagen nicht gemeldet. Marlons Schwester? Die Arme. Wer kümmert sich denn um sie? Ich komme zu euch, sobald ich kann. Letty! Letty, hey, alles in Ordnung. Es ist doch nichts passiert. Ich rufe den Arzt. Ruhig, ganz ruhig. Du hast nur wieder schlecht geträumt. Hier kann dir doch nichts passieren. Kann irgendwie helfen. Ich glaube, wir machen Baldrian Tee, der beruhigt. Danke, Maria. Ja, ich weiß auch, dass es das 5. Mal ist, aber sie ist so durcheinander. Sie müssen noch mal kommen, Herr Doktor. Herr Dr. Stiegler? Gib mir das Telefon. Ja, hier ist Imma Bornemann. Imma, gib mir das Telefon. Ja, mein Bruder, der übertreibt ein bisschen. Sie müssen nicht mehr kommen. Nein, nein. Jeanette beruhigt sich schon. Ja. Entschuldigen Sie die Störung. Gute Nacht. Sag mal, was soll denn das? Der Mann braucht seinen Schlaf. Das reicht doch schon, wenn wir hier keine Nacht mehr durchschlafen. Jeanette ist krank. Sie braucht einen Arzt. Aber doch keinen Hausarzt und nicht jede Nacht. Jakob, ich weiß nicht, was mit deiner Schwägerin los ist. Ich weiß nur eins, dass du, Madelon, wir hier alle damit überfordert sind. Was willst du mir damit sagen? Ja, dass wir kein Krankenhaus sind, kein Sanatorium. Du schmeißt sie raus? Ich denke ja nur, dass es gut für sie ist, wenn man sie irgendwo hinbringt, wo man sie optimal betreuen kann. Okay, Ima. Sag mir. Wo soll Jeanette hin? Wohin? Auf den Meinhardthof. Was machst du denn hier? Dein Vater und ich, wir telefonieren miteinander. Alles ist für Madelons Schwester bei mir vorbereitet. Nein. Du hörst. Wir denken, das ist keine gute Idee. Geht es nicht um deine Schwester? Wir brauchen Jonas Hilfe nicht. Weißt du, vielleicht ist es am besten, ich suche mir mit Jeanette irgendwo einen ruhigen Ort und du fährst nach Ägypten. Wieso glaubst du, dass ich dich allein lasse? Jakob, du bist echt ein seltsamer Mensch. Ima hält mich für einen Egoisten. Sie meint, ich wäre genauso wie meine Mutter. Warum herrscht so eine Kälte zwischen euch? Ich verstehe das einfach nicht. Deine Mutter ist doch kein Monster. Wenn du sie auf dem Meinhardthof gesehen hättest, dann wäre das... Ja, auf der anderen Seite des Sees.
Das war immer diese Welt, zu der ich keinen Zugang hatte. Na dann fahr hin. Sieh's dir an. Deine Mutter ist da drüben so anders, so normal, voller Leben und Energie. Ja, ihr Leben. Mein Leben ist woanders. Und das war schon immer so. Das sind zwei Welten. Hey. Lass uns einen Cappuccino trinken gehen. Hm? Komm. Okay. Hallo, Jona. Grüß dich, Franz. Ich kann mir vorstellen, was es für dich bedeuten würde, wenn hier wieder ein Kind geboren wird. Ja. Nach so langer Zeit. Das erste Kind. Glaubst du, es kann deinen Schmerz heilen? Ist das nicht eine zu große Bürde für so ein kleines Wesen? Ein Kind ist gestorben und ein anderes wird geboren werden. Mehr ist es nicht. Du machst dir was vor. Du möchtest mit diesem Kind alles wieder gut machen. Aber es war gar nicht deine Schuld, Jona, dass unser Bruder gestorben ist. Es war ein Unfall. Jetzt komm, Fritzchen, wir müssen nach Hause. Fritzchen, pass auf. Was machst du da? Fritzchen! Komm her! Ich hätte ihn retten müssen. Ich hätte... Du warst 10, selbst noch ein Kind. Ich war so eifersüchtig auf den Kleinen. Fritz, immer nur Fritz. Vater hat ihn mehr geliebt als uns. Viel mehr. Das war wie eine zweite Chance für Vater. Als der Kleine geboren wurde, habe ich ihn zum ersten Mal wieder glücklich gesehen seit Mutters Tod. Immer nur Fritz. Mich hatte er völlig vergessen. Ich war nur noch als Babysitter interessant. Für seinen Kronprinzen. Es war ein Unfall. Keine Sorge, Madeleine, das wird schon wieder. Noch einen Tee? Madeleine? Ja, gerne. Danke. Ja? Grüß dich, Maria. Hallo, Jakob. Also, es ist alles klar. Morgen fahren wir nach Hamburg. Dort bleiben wir, bis es Jeanette besser geht. Solange werde ich hier in Deutschland ein paar Reportagen schreiben. Okay, sehr gut. Dann geh ich mal packen. Heiner, grüß dich. Also, wir kommen dann morgen. Ja. Ja, ich mich auch. Alles klar, tschüss. Ihr fahrt? Ja. Pass mal wieder ab, ja? Was willst du eigentlich von mir? Nur weil ich dich geküsst habe, soll ich dich jetzt heiraten? Ja. Du spinnst doch. Oh.
Jeanette? Ist alles klar? Mm-mm. Mir geht's nicht gut. Gut, dass Sie da sind, Herr Doktor. Sie ist da oben. Sie kennt ja den Weg. Ja, danke. Arms Mädle. Nicht aufregen, ruhen, keine Anstrengung und gutes Essen. Dann wird er schon wieder. Das Baby? Ihm geht's gut. Es ist nur eindeutig zu früh, auf die Welt zu kommen. Wiedersehen, Jeanette. Und wenn Sie gut auf sich Acht geben, brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen. Okay. Wir wollten morgen nach Hamburg fliegen. Auf keinen Fall. Sie würden eine Fehlgeburt riskieren. Wiederschauen. Danke, Herr Doktor. Wiedersehen. Mach dir keine Sorgen. Ich bin bei dir. Falls du Vater suchst, der ist... Ich habe Platz. Ich habe genug Leute. Eine gute Ärztin habe ich auch. Das Mädchen ist mir herzlich willkommen. Und auch ihr Kind. Kinder haben dich doch noch nie interessiert. Ich verstehe, dass du ungerecht bist. Ungerecht? Ach, dann habe ich mir nur eingebildet, dass du nie da warst. Na klar, solche Tage wie Geburtstag, erster Schultag, Kommunion oder Abifeier, da warst du da und hast deine Pflicht erfüllt. Aber wo warst du, als ich dir vom Fußball erzählen wollte? Oder von meiner tollen Mathe-Note? Du warst nicht da, um mich zu trösten, als mein Hund gestorben ist. Und als ich mit dem Schlitten in den Bach gerast bin, warst du auch nicht da. Warum nicht, Jona? Weil du drüben warst. In deinem anderen Leben. Kinder brauchen vor allem eine feste Bezugsperson. Das muss nicht immer die Mutter sein. Ach, als hätte ich nicht gewusst, dass du da drüben ein anderes Leben führst. Zusammen mit deinem Rudolf. Ich habe dich beobachtet, Mutter. Ich habe gehört, wie die Leute getuschelt haben. Armes Büble, haben sie gesagt. Und über Vater. Rudolf hat damit nichts zu tun. Und dein Vater ist mit meinem Leben einverstanden. Ihm ist doch gar nichts anderes übrig geblieben. Du hast ihn nur ausgenutzt. Uns alle. Was weiß ich. Jakob, du warst nicht unglücklich. Maria hätte es mir sofort gesagt. Ich war aber auch nicht glücklich. Und wenn es jemand verdient, glücklich zu sein, wenn es überhaupt jemand kann, dann sind das Kinder. Aber du hast es verhindert. Und es hat dir nicht mal was ausgemacht. Du irrst dich, es hat mir was ausgemacht. Wenn ich gestorben wäre. Oder es hätte mich gar nicht gegeben. Es hätte dir nichts ausgemacht. Dein Leben wäre so oder so genauso verlaufen. Mit mir oder ohne mich. Es war dir egal. Das ist nicht wahr, Jakob. Und das weißt du ganz genau. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass du mir das Wichtigste in meinem Leben nicht gegeben hast. Deine Liebe. Wo willst du denn hin? Ich weiß es nicht. Du, da fahre ich auch hin. Soll ich dich mitnehmen? Ja. Don't stand so close to me. Don't you? This is the place I long to be. Wo fahren wir eigentlich hin? Keine Ahnung. Touch me, baby, hold me closer. Lose yourself, just let it go. We're just prisoners of our life. Please have mercy with a man like me. Won't you? Don't be ashamed, 'cause it was meant to be. Don't you know it's scary? Just let it go.
Was machen wir denn hier? Überraschung. Wie heißt der? Die Wohnung gehört dem Vater meiner Freundin Maya. Ist Diplomat. Ist gerade in den USA. Wahnsinn. Die ganze Wohnung für uns ist doch klasse. Jakob? Nicht abholen. Mhm. Haben Sie was von Jakob gehört? Nein, nix. Müssen wir uns Sorgen machen? Der Bub möchte vielleicht bloß bei seiner Ruhe haben. Und wo finde ich Madeleine, Jeanette? Oben. Es ist gut, dass Sie sich um die junge Frau kümmern wollen. Ich weiß, ich habe fast alles falsch gemacht mit Jakob. Manchmal kriegt man eine zweite Chance. Nutzen Sie die Chance, Frau Goltz. Ich glaube ganz bestimmt, dass das in Jakob arg beeindrucken wird. Maria, der Abstand wird immer größer zwischen uns. Kommen Sie. Gehen wir auf. Hallo. Kann ich was helfen? Ja, bitte, Rudolf. Hilfst du Jeanette ins Haus? Gerne. Ich bin der Rudolf. Hallo, Jeanette. Geht's? Mhm. Hallo. 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 Servus, Moni. Magst du einen Saft trinken? Oh ja, gerne. Hanna? Bringen Sie uns mal einen Apfelsaft, bitte. Ja, mach ich. Danke. Warte mal einen Moment, ja? Sobald es ihr besser geht, sind wir wieder weg. Hab keine Angst, ich werde mich nicht in dein Leben einmaschen. Das ist schon passiert. Du gehörst schon dazu. Und wenn du nicht zurückgekommen wärst, ich hätte dich gesucht und gefunden. Guten Morgen. Guten Morgen. Gut geschlafen? Mhm. Wahnsinn. Woher hast du gewusst, dass ich ein leidenschaftlicher Frühstücker bin? Sieht man es mir schon an? Ja. Wir müssen uns beeilen, wir müssen gleich bei der Münchner Zeitung sein. Hast du ein frisches Hemd dabei? Nee. Wieso bei der Münchner Zeitung? Weil du einen Termin bei Seifried hast, deshalb.
Termin bei Seifried. Das wüsste ich aber. Ach, hör mal zu. Meine Freundin Maja, die ist die Patentochter von Seifried. Die habe ich gestern Nacht angerufen und sie hat einen Termin für dich gemacht. Was will ich bei einer Münchner Zeitung? Ich arbeite in Hamburg. Überleg doch mal, die Münchner ist ein gutes Blatt und sie sind interessiert an dir. Ressort Außenpolitik. Ich glaube das einfach nicht. Was versuchst du da? Du mischst dich in mein Leben ein. Das sieht ja gut aus. Haben wir Schnittlauch für den Salat? Oh, habe ich vergessen. Ich laufe gleich los und hol welchen. Okay. Wunderbar. Und hier der Nachtisch. Erdbeeren, wunderbar. Direkt vom Feld, selbst gepflückt. Du Lügner. Mhm. Mhm. Ein bisschen Zucker dran und fertig. Geht's dir gut, Madlau? Ja. Ich habe eine Aufgabe. Obwohl ich mir Sorgen um Jeanette mache, aber ja, mir geht's gut. Das freut mich. Das freut mich sehr. So, der Schnittlauch. Klasse, danke. Bitte. Oh, frische Erdbeeren. Mm, lecker. Sieht echt gut aus, das Hemd. Und hat das was gebracht? Ja. Erstmal tut es gut zu wissen, dass man gebraucht wird. Und außerdem wollte ich diesen Seifried schon lange kennen. Danke. Sie wollen dich also. Und du nimmst du an? So geht das nicht, Clarissa. Ich habe mein Leben und das will ich nicht aufgeben. Was soll ich in München? Naja, ich könnte hier studieren. Was ist bloß los mit dir? Hat man dich als Kind so heiß gebadet? Okay, fahren wir. Ich habe Angst. Mich zu lieben? Dich zu verlieren. Du willst etwas nicht besitzen, weil du den Schmerz fürchtest, wenn du es wieder verlierst? Und wenn du es gar nicht verlierst, Jakob? Nicht lieben, um nicht verletzt zu werden. Das funktioniert. Feigling. Gott sei Dank bin ich nicht feige. Always find a way. We cannot find love.
Du bist wunderschön. Das ist der Anschluss von Madelon-Goldsbovet. Nachrichten nach dem Signal. Danke. Madelon, wo steckst du denn? Meld dich doch bitte. Schönen Tag noch. Dir auch. Tschüss. So. Guten Morgen. Guten Morgen. So. Es ist so schön hier und alle sind so nett. Ich glaube, ich will ja gar nicht mehr weg. Hm. Kann ich ein Kaffee in die Milch haben? Nichts, was dich aufregen könnte. Guten Morgen, Jona. Hallo. Du siehst schon viel besser aus, Kind. Danke. Guten Morgen, Jona. Soll ich dir schnell ein Rührei machen? Nee, gib mir meinen Kaffee, danke, und eine halbe Breze, bitte. Jetzt ein bisschen Obstsalat. Guten Morgen. Einen wunderschönen guten Morgen. Alles okay? Ja, danke. Geht's dir gut? Es ist nicht richtig, wir dürfen das nicht. Danke. Schönen Tag. Tschüss. Esse ich jetzt auch Obst. Und was braucht man noch? Was mit Rotwein? Ja, ich glaube, wir haben nur noch einen weißen. Milch? Haben wir noch. Hallo, ihr zwei. Hallo. Hat einer von euch beiden Madelon gesehen? Die ist mit der Jeanette bei deiner Mutter auf dem Meinhardhof. Was hat er denn jetzt schon wieder?
Das ist der Anschluss von Montlore-Goldsbury. Nachrichten nach dem Signal. Danke. Ich weiß, du bist bei meiner Mutter auf dem Meinhardhof. Wir müssen weg hier. Ich hole dich ab, pack deine Sachen. Hallo, Mutter. Jakob, ich freue mich so. Darf ich dir alles zeigen? Oder möchtest du lieber selbst rumschauen? Wo ist Madelon? Möchtest du was trinken? Wo ist Madelon? Madelon war in der Waschküche. Die ist da. Jakob, lauf nicht davon. Ich wusste schon, warum ich nicht hierher kommen wollte. Jakob, warten Sie es. Es tut mir leid. Sie vögeln meine Mutter und meine Frau und es tut Ihnen leid. Gehen Sie mir aus dem Weg. Sie wissen ganz genau, dass Ihre Mutter und ich kein Liebespaar sind. Meine Mutter verbringt die meiste Zeit ihres Lebens mit Ihnen. Mehr muss ich nicht wissen. Sie bleiben jetzt hier. Es muss endlich mal geredet werden. Das interessiert mich nicht. Du redest jetzt mit Jona und mit Madelon. Ich rede mit niemandem. Und schon gar nicht mit Ihnen. Jakob, seid ihr verrückt geworden? Lass uns doch in Ruhe über alles reden. Fass mich nicht an. Merkst du nicht, dass du an allem schuld bist? Merkst du nicht, dass alles, was du anfasst, kaputt geht? Nicht, Jakob, das ist deine Mutter. Sie liebt dich. Liebe. Liebe ist ein Wort, das meine Mutter gar nicht kennt. Nicht wahr, Mutter? Wieso kannst du nicht lieben, Mutter? Liebe? Liebe ist tot. Später, Madelon, ich habe zu tun. Jetzt lass mich dir wenigstens erklären. Ich wollte dir nicht wehtun und Jakob auch nicht. Ich werde mit Jeanette heute noch den Hof verlassen. Was zwischen dir und Jakob ist, ist eure Sache. Und meinetwegen musst du nicht gehen. Und schon gar nicht Jeanette und ihr Baby gefährden. Ich werde Rudolf nicht mehr sehen. Es tut mir leid. Es tut mir unglaublich leid. Das musst du mir nicht sagen. Und was du mit deinem Leben machst, das ist deine Sache.
Ich will Jakob nicht verlieren. Tut mir leid, Madeleine, ich habe jetzt wirklich keine Zeit. Hallo, Jona. Da bist du ja. Hallo. Hey, was ist los? Ist was passiert? Nein, alles in Ordnung. Ich bin so froh, dass wir hier sind. Mir geht's jetzt endlich wieder besser. Hallo, ihr drei. Olli, was machst du hier? Sag mal, wo warst du denn? Wir haben uns richtig Sorgen gemacht. Oliver hat ständig versucht, dich zu erreichen. Du wolltest dich doch melden. Ja, ich hab's einfach nicht geschafft. Ach komm, Emma, du hast dir doch nicht wirklich Sorgen gemacht. Ich hab dir doch gesagt, dass ich zu Maya nach München fahre. Aber da ist doch irgendwas. Wieso? Was soll denn sein? Ist alles in Ordnung. Die Nächte sind lang in der Großstadt. Na, dann sag ich Maria mal, dass du wieder da bist. Bei diesem ständigen Hin und Her kommt die vollkommen durcheinander mit ihrer Planung. Wieso? Was ist denn jetzt schon wieder los? Nichts. Überhaupt nichts. Nur, dass hier jeder macht, was er will. Madeleine scheint noch bei Mutter und Jakob ist was weiß ich wo. Ich werde ihn schon finden. Lass mich in Ruhe. Hallo, Jakob? Olli, kommst du mit? Hm? Er ist sicher unten am Bootshaus. Es tut mir leid. Schon gut. Aber wenn ich sagen würde, dass ich es nicht wollte, dann müsste ich lügen. Weißt du, was wirklich schlimm ist? Da kommt Jakob zum ersten Mal hierher, auf meinen Hof. Er ist über seinen Schatten gesprungen und hat den Mut gehabt, auf die andere Seite zu sehen. Und dann... war vermutlich das erste und das letzte Mal unsere einzige Chance. Und ich habe sie zerstört. Weißt du, es geht gar nicht so sehr um mich. Um Jakob wäre es gegangen. Jona, es tut mir leid. Los. Ist an allem schuld. Jetzt hör aber auf. Was kann denn die Jona dafür, wenn du Stress mit deiner Madeleine hast? Jonas Geliebter, weißt du das, Maria? Der Mann, der mit meiner Mutter schläft, hat mir meine Frau ausgespannt. Ja, ist ein schöner Mann, der Rudolf. Aber dass der Geliebte von der Jona ist, das glaube ich nicht. Bei Golds
Ja, Moment. Jakob, für Nein, ich will nicht. Jetzt bitte, geh ran. Nimm. Komm. Ich will jetzt nicht mit dir reden, Madeleine. Liebst du sie eigentlich? Er will nicht mit mir reden. Was willst du ihm sagen? Dass er dir verzeihen soll? Dass du ihn noch liebst? Liebst du ihn noch, Madeleine? Hast du ihn je geliebt? Ich war mir sicher, es ist Liebe. Vielleicht habe ich es mir auch nur gewünscht. Das Schlimmste ist, dass ich sie unglücklich mache. Jakob. Jona. Und jetzt? Sobald Jeanettes Kind da ist, gehe ich mit ihr weg. Soll ich mitgehen? Ich würde mir nichts sehnlicher wünschen. Und Jona? Sie hat mich gerettet damals. Ich war völlig am Ende. Frau weg, Kinder weg, Job weg, alles weg. Alkohol. Irgendwann bin ich hier auf dem Hof gelandet. Sie nahm mich auf, ohne Worte. Und hat mich wieder zu einem Menschen gemacht. Ich versuche ihr nur das zurückzugeben, was sie mir gegeben hat. Ich hab dir doch gesagt, dass ich den Job nicht will. Ich meine nicht den Job. Ich meine unsere Nacht. Wieso tust du so, als wäre das nicht passiert? Und wieso tust du so, als wäre es nicht schön gewesen? Und richtig. Es war schön, Jakob. Sag es. Es war schön. Ja, es war schön. Sehr schön. Viel zu schön. Clarissa, es geht nicht. Ich bin verheiratet. Ja, mit einer Frau, die du nicht liebst. Und die, wie man hört, dich auch noch betrügt. Das ist meine Sache. Hör mal zu, Jakob. Ich habe in München nicht nur einfach so mit dir geschlafen, weil du ein geiler Typ bist. Ich liebe dich. Ich will mit dir leben. Und du willst das im Grunde auch. Ich würde dich nur unglücklich machen. Oh Mann, lieber ordentlich unglücklich, als dass überhaupt nichts passiert. Mensch, Jakob, sei doch nicht so schrecklich feige. Ich bin nun mal keine Hälfte. Was nicht ist, kann ja noch werden. Vielleicht gibst du dir einfach mal ein bisschen Mühe. Und bring vor allem dein Leben endlich auf die Reihe. Was weißt du schon von meinem Leben? Ich weiß, was ich fühle und ich weiß, was ich will. Und es dürfte mehr sein, als du von dir behaupten kannst.
Na, wie geht es dir? Hallo. Jona hat mich gebeten, dass ich mich bei Freunden in den Staaten umhöre, wegen einer Uni. Ich wusste gar nicht, dass du das so ernst nimmst. Nee, ich habe mal drüber nachgedacht. Informieren kann man sich ja mal. Ich werde gleich ein paar Telefonate führen. Aber fehlen wirst du mir schon, wenn du aus dem Haus bist. Wer weiß, ob du dann zurückkommen willst. Ach, Karl, du bist so lieb. Ja, lieb sind wir alle. Schau, Jakob, wen ich dir mitbringe? Georg, grüß dich. Bitte. Danke, Maria. Danke. Na, Jakob? Du siehst ja nicht gerade frisch aus. Ist die schöne Madelon dafür verantwortlich? Du bist mal wieder reizend heute. Jakob, ich komme noch mal auf mein Angebot zurück. Ach komm, Georg, das hatten wir doch schon. Du, es geht ja nicht um irgendeine Stelle. Es geht um ein Gerücht, das sich, wenn es sich als wahr erweist, zu einem handfesten Skandal auswachsen kann. Es geht um Schmiergelder und Schwarzgeldkonten. Möglicherweise ist der halbe Stadtrat darin verwickelt. Und es gibt auch Hinweise, die nach Stuttgart... Das würde dich nicht spannend sein. Du hast recht. Sowas könnte mich wirklich interessieren, aber... Aber was? Ich bin schon so gut wie weg. Ich habe gehört, was passiert ist. Ich wollte dir sagen, dass ich morgen fahre. Ich habe einen Auftrag in Ägypten. Und Madelon? Fährt sie mit? Madelon wird wohl bei Jeanette bleiben. Wie auch immer. Es war sehr schön, dich wiederzusehen. Und ich verspreche dir, dass ich in Zukunft öfter bei euch sein werde. Gibst du immer so schnell auf? Oder hast du Madelon nur geheiratet, um dich bei der ersten Schwierigkeit von ihr zu trennen? Jeder von uns beiden kann jederzeit gehen. Das ist unsere Abmachung. Es ist eure Abmachung. Immerhin seid ihr verheiratet. Die Ehe ist doch nichts anderes. Ein Vertrag, ein Abkommen. Man bleibt so lange zusammen, bis es nicht mehr geht. Und wenn es nicht mehr geht, dann trennt man sich. Ohne Druck, ohne Stress. So einfach ist das. Und trotzdem bist du so wütend. Oder warum sonst hast du dich gestern so jämmerlich betrunken? Ich habe einfach kein Glück. Kann es sein, dass du die Richtige noch nicht gefunden hast? Es gibt nicht die Richtige. Manchmal gibt es eine, die weniger falsch ist. Und deshalb hast du Madelon geheiratet, weil sie dir weniger falsch ist. Wir sind uns ja ähnlich. Wir sind Freunde. Haben uns zusammengetan. Tja, jetzt hat sie sich verliebt. Ich bin nicht so wie du, Vater. Ich kann nicht einfach so bedingungslos lieben. Ach, was? Weißt du, was du bist? Du bist gekränkt. Sprich dich mit Madelon aus und lauf nicht weg. Vielleicht bin ich eifersüchtig. Was ist, wenn sie das gefunden hat, wonach ich immer gesucht habe? Ist das der Mann, mit dem du leben willst? Jakob! Gott sei Dank bist du da. Und ich hatte mir eingebildet, dass du mich liebst. Während ich immer wusste, dass du mich nicht liebst. Soll ich dir was gestehen, Madelon? Ich war nah dran. Ich hätte es vielleicht lernen können. Mich zu lieben. Ich habe nie einen Menschen wie dich gekannt, der einfach kommt und etwas tut. Der mich an die Hand nimmt und
wegführt. Aber jetzt ist es vorbei, ja. Und wie geht es weiter? Weißt du eigentlich, wie sehr ich mich danach gesehnt habe, dass du mich meinst? Dass du mich lieben könntest? Ja, ich will mit Rudolf leben. Aber ich kann es Jona nicht antun. Sie ist eine Freundin. Wenn Rudolf mit mir weggehen würde, gäbe es einen tiefen Riss in ihrer Welt. Jona, natürlich. Es ist wie immer. Alles dreht sich um sie. Es wäre doch eine gerechte Strafe, wenn meine Frau ihr den Mann wegnehmen würde, wegen dem sie mich verlassen hat. Rudolf ist nicht ihr Mann. Jetzt mach doch mal die Augen auf, oder willst du es nicht sehen? Deine Mutter hat dich nicht verlassen und schon gar nicht wegen Rudolf. Deine Mutter liebt deinen Vater. Und dich auch. Warum willst du dann auf Rudolf verzichten? Vielleicht, weil er das für sie ist, was du für mich bist. Freund und Beschützer. Ich weiß, wie wichtig es ist, so einen Menschen an seiner Seite zu haben. Was hast du jetzt vor? Vielleicht kommst du ja doch mit. Jeanette ist bei Jona in guten Händen. Vielleicht brauchen wir uns mehr, als wir wissen. Lass uns weggehen. Jona? Jona, ich muss dir was sagen. Ich werde mit Jakob gehen. Wir werden wieder zusammenarbeiten im Nahen Osten. Er braucht mich. Das Problem ist nur Jeanette. Ich kann sie nicht mit uns nehmen, das weißt du. Jeanette kann hier bleiben, solange sie will. Ich werde mich um sie kümmern und auch um das Kind. Das ist doch selbstverständlich. Danke. Dann gehe ich jetzt. Wir wollen morgen ganz früh abreisen. Wiedersehen. Ich wünsche euch viel Glück. Wir sollten über die Wintersort reden. Ich habe da ein gutes Angebot. Hast du die Autoschlüssel dabei? Ja. Mein Bub. Maria. Pass auf dich auf, nicht, dass wieder was passiert. Ade, Madlon, hat mich recht gefreut. Alles Gute. Ihr reist ab? Auftrag in Ägypten. Und was ist mit Jeanette? Ich denke, du kannst sie nicht allein lassen. Sie ist bei Jona gut aufgehoben. Wenn das Baby da ist, werden wir weitersehen. Oh, ich habe noch was vergessen. Ich komme gleich wieder. Alles klar. Du bist ein Feigling, Jakob. Wenn es ernst wird, dann haust du ab. Schade, dass ich keine Schriftstellerin bin. Das wird ein verdammt spannendes Buch werden. Na klar. Ein Bestseller. Ich könnte ein Happy End erfinden, wenn ihr schon im realen Leben nicht dazu in der Lage seid. Okay, ich bin soweit. Wir können los. Wiedersehen. Wiedersehen. Wiedersehen, Clarissa. Und such dir ein anderes Thema. Nicht nur für dein Buch. Hallo, Jona. Karl Ludwig, ist was passiert? Also, dein Sohn reist ab und du verkaufst hier Gemüse. Ja. So schnell wird er nicht wiederkommen. Hör mir zu. Er fährt über Ravensburg. Da wird er beim wilden Mann Käsespätzle essen, wie er es immer gemacht hat. Wir könnten ihn noch erwischen.
Was soll ich ihm sagen? Ja, bitte sag ihm doch endlich, dass du dich freust, dass er hier ist. Gut. Wo ist dein Auto? Ja, da. Ich muss was erledigen. Ihr kommt doch allein zurecht, ja? Natürlich, Jona. Danke. Bitte. Dann komm jetzt aber auch. Beeil dich. Was hast du denn? Ist dir nicht gut? Mein Kopf. Also jetzt wird es aber auch Zeit, dass er von hier loskam. Ja, du hast recht. Die Kässpätzle waren lecker. Einmal die Woche Kässpätzle, das wär's doch. Mehr braucht der Mensch zum Leben nicht. Früher habe ich mich regelmäßig damit überfressen. Dank dir. Ja? Immer. Wie schlimm ist es? Ich bin schon unterwegs. Was ist los? Mein Vater ist im Krankenhaus. Wie geht's ihm? Er ist ohne Bewusstsein. Der Notarzt meinte, es könnte ein Schlaganfall sein. Aber wieso? Er war doch immer gesund. Ich bin Professor Jesner. Guten Tag. Grüß Gott. Frau Golz, Ihr Mann ist jetzt stabil. Es war ein geplatztes Blutgefäß im Gehirn. Aber es ist uns gelungen, die Blutung zu stoppen. Danke, Frau Professor. Kann ich zu ihm? Ist er wach? Nein, er liegt noch im Koma. Was soll das bedeuten? Wie lange wird er denn ohne Bewusstsein sein? Das lässt sich nicht genau sagen. Wo ist er denn? Ich will zu ihm. Ja, bitte. Das darfst du nicht, Karl Ludwig. Du darfst dich nicht einfach davon stellen. Dass ich nicht im Flieger gesessen bin. Frau Bolz, wenn Sie uns bitte kurz allein lassen würden. Ja. Kann ich irgendwas tun? Das ist lieb von dir, Kind. Aber die Einzige, die uns jetzt wirklich helfen kann, ist Madelon. Madelon, ich weiß, du hattest andere Pläne, aber ich bitte dich, bleib. Bitte. Denn ich werde in der nächsten Zeit bei Karl Ludwig im Krankenhaus sein müssen. Ja, natürlich bleibe ich. Danke. Ja. Schöner Strauß? Wunderschön. Alles in Ordnung? Ja. Es bewegt sich. Fühl mal. Ich bin so froh, dass du da bist. Ohne Jona fühle ich mich hier ein bisschen alleine. Ich habe mich richtig mit dir angefreundet. Sie ist echt toll. Nur manchmal so traurig. Thank you.
Schatz, ich bring dich ins Bett. Dir fallen schon die Augen zu. Aber ich bin noch nicht müde. Die Maria macht dir bestimmt einen Kakao, dann wirst du gut schlafen. Jetzt geh, Süße, morgen ist Schule. Versprecht ihr mir, dass der Opa nicht stirbt? Wenn wir das noch versprechen könnten. Komm, mein Schatz, geh mal. Komm. Gute Nacht, Mama, Papa. Wenigstens ist Papa in guten Händen. Frau Professor Jessener hat einen sehr guten Ruf in Neurologenkreisen. Ich verstehe das nicht. Er war doch immer fit. Vor allem, seit er nicht mehr in die Kanzlei geht, sieht er doch blendend aus. Das hat halt mal so kommen müssen. Was? Ja, bei diesem ganzen Rumgezerre mit Jona. Wahrscheinlich hat ihn das alles mehr aufgeregt, als er zugegeben hat. Wenn man immer alles verdrängt, dann gibt's halt irgendwann einen Riesenknall. Nein. Er hat sich auch arrangiert. Arrangiert? Sie hat ihn gezwungen, sich zu arrangieren. Wenn's nach ihm gegangen wäre, dann würde Mutter hier leben. Nur hier bei ihm. Und nicht zur Hälfte da drüben. Aber sie hat ja noch nie Rücksicht genommen. Es war ihr doch immer egal, ob's Papa gut geht. Das ist doch jetzt zu hart. Sie ist hart, nicht ich. Sie ist rücksichtslos, egoistisch, herzlos. Wenn Papa stirbt, dann ist sie schuld. Guten Morgen, Mutter. Wie geht's dir? Unverändert, danke. Komm, ich löse dich. Du musst ein bisschen schlafen. Ich werde schlafen, wenn es ihm besser geht. Es tut mir so leid. Ich bin sicher, dein Vater spürt, dass du da bist. Es wird ihm bestimmt helfen. Hey, da bist du ja. Hi. Du, ich müsste jetzt langsam wissen, ob du im Sommer mitkommst zum Segeltörn. Mist. Berkeley, Harvard. Was willst du denn damit? Ich hab dir doch gesagt, dass ich drüber nachdenke, ein Jahr ins Ausland zu gehen. Naja, Zürich und Innsbruck ist auch Ausland und nicht so weit weg. Ich hab mich doch erstmal nur beworben. Solange ich nicht genommen werde, ist nichts entschieden. So ein Jahr USA, tippt mir vielleicht auch nicht schlecht. So kurz vor deinem Abschluss, Olli. Entschuldigung. Bloß nichts Unüberlegtes. Ein Jahr ohne dich könnte ich nicht aushalten. Hi, Olli. Alles klar? Also, Jakob, auf unsere Zusammenarbeit. Prost. Prost. Ich kann dir gar nicht sagen, wie glücklich ich bin, dass du bei mir arbeiten willst. Ich kann hier nicht einfach rumsitzen. Ich muss was tun. Also, du besorgst mir alle Informationen, die du bekommen kannst. Was immer du brauchst, du bekommst es. Und ich mach den Rest. Okay. Sag mir, wie geht es deinem Vater? Unverändert. Manchmal, da denke ich mir, es ist schade, dass ich so lange weg war. Es ist nie zu spät. Guten Morgen. Fährst du ins Krankenhaus? Später, ich habe noch zu tun, Lisa. Ist sie von heute? Maria meint, man solle Jona Suppe bringen, damit sie nicht vom Fleische fällt. Okay, ich hole sie gleich. Mutter sitzt Tag und Nacht bei Papa. Finden Sie das nicht übertrieben? Wieso? Ja, sieht doch so aus, als würde sie was gut machen wollen. Papa war immer einverstanden mit ihrem Leben. Und du bist es plötzlich auch? Nein. Wie kommst du darauf? Papa war erwachsen. Er konnte selber entscheiden, was er tut. Ich war ein Kind. Ich hatte die Chance nicht. Glaubst du ich? Wenn sie nur einmal mit uns geredet hätte.
Ja? Ist was mit Vater? Ah. Natürlich mache ich das. Du brauchst dich nicht bedanken. Das ist selbstverständlich. Ja. Das war Jona. Ich gehe da mal. Hier für Jona. Danke. Es ist komisch. Sie sind sich ganz nah. Zum ersten Mal spüre ich, dass Jona etwas für meinen Vater empfindet. Wie geht es dir? Mir? Es geht mir gut. Schön. Ich bin froh, dass ich hier bin. Jakob, du bist mein bester Freund. Ich werde nie vergessen, was du für mich getan hast. Ich will, dass du glücklich bist. Wenn er sterben würde, Franz, ich glaube, ich würde verrückt. Jede Minute, die ich ihm abgeschlagen habe, tut mir jetzt leid. Ich habe ihn unglücklich gemacht. Und die anderen auch. Und weißt du was, Franz? Ich habe damit nichts verhindert. Ich dachte immer, wenn ich nicht anwesend bin, wenn sie nicht mit mir und mit meinem Fluch in Berührung kommen, dann geht es ihnen gut. Aber Karl Ludwig liegt da, krank bis auf den Tod. Jakob läuft vor seinem Schicksal davon. Und ich? Manchmal denke ich, ich bin ein furchtbarer Mensch, Franz. Dein Mann war immer glücklich an deiner Seite. Auch mit dem Wenigen, das du ihm geben konntest. Er hat es gehütet wie einen Schatz. Hallo, Onkel Franz. Grüß dich, mein Junge. Mutter. Ich hoffe, ich habe das Richtige mitgebracht. Da bin ich mir ganz sicher. Danke, Jakob. Ich sehe dann mal nach Vater. Eigentlich machst du das schon ganz richtig. Du ruhst dich aus, während um dich herum die Ärzte rotieren. Ruh dich nur aus. Und wenn du wieder bei Kräften bist, dann stehst du auf und spazierst einfach aus diesem Krankenhaus heraus, als wäre nichts geschehen. Lass dir aber nicht so viel Zeit. Du willst doch bestimmt deine Enkelkinder aufwachsen sehen. Das wünscht dich deine Mutter sicher auch. Na, interessante Sache. Politische Mauscheleien im Stadtrat. Ich habe das Gefühl, da steckt was Größeres dahinter. Jakob? Ja? Jetzt lass uns mal Klartext reden. Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Ich rede von dir und mir. Davon, dass du nicht hier wärst, wenn dein Vater nicht so krank wäre. Davon, dass du aber doch hier bist. Und davon, dass du so tust, als wäre nichts geschehen zwischen uns. Ich wünschte, es wäre so. Wow. Vielen Dank. Aber bei mir ist es genau andersrum. Ich wünschte mir, es wäre weitergegangen. Warum suchst du dir nicht jemanden in deinem Alter? Einen, der weniger Probleme hat. Das wäre bestimmt lustiger. Oh Mann. Meinst du wirklich, du bist der Einzige, der Probleme hat? Meine Eltern sind beide gestorben, als ich klein war. Du hast deine wenigstens noch alle beide. Und bloß weil du dir einbildest, deine Mutter liebt dich nicht genug, musst du doch nicht so blöd sein und dich auch nicht verlieben. Ich habe keine Lust auf deine psychologischen Ratschläge. Gute Nacht. Ich hätte gern so viel Mut wie du.
genug davon. Ich gebe dir was ab. Doch gut, nicht wahr? Ich liebe diesen Duft. Weißt du noch, es war in Meersburg. Ich bin die krumme Gasse runtergelaufen, weil ich Geld bekommen hatte, um mir ein neues Kleid zu kaufen. Und da bin ich direkt in dich reingestolpert. Und du hast mich aufgefangen und nie wieder losgelassen. Danke. Auf ein wundervolles Leben. Auf uns. Hey, so geht das nicht. Du musst auch irgendwas sagen. Sag auf uns. Auf dich. Okay, lassen wir das. Clarissa. Keine Ahnung, wie du dir das denkst. Aber ich weiß, es würde nicht funktionieren. Hör zu. Ich kenne mich. Ich krieg Panik. Laufe weg.
mache alles kaputt, wenn ich das Gefühl habe, dass es ernst ist. Ich kann das nicht, Clarissa. Ich kann das nicht. Ich würde weglaufen. Du würdest todunglücklich werden. Das will ich nicht. Ich hab's begriffen. Du willst das nicht und deshalb machst du alles kaputt. Du bist so ein Idiot, Jakob. Clarissa, du musst es doch verstehen. Ich muss gar nichts. Ich muss nur weg von dir. Ich weiß nicht, warum ich das jetzt erst kapiere. Clarissa. Hör auf. Ich hab's begriffen. Es ist nichts zwischen uns, war nichts und wird nichts sein. Heimlicherweise ein Engelein leise mit rosigen Füßen die Erde betritt, so nahte der Morgen. Jauchzte ihm ihr Frommen, ein heilig Willkommen. Ein heilig Willkommen, Herz, jauchze du mit. In ihm sei es begonnen, der Monde und Sonnen aus blauen Gezelten des Himmels bewegt. Du Vater, du rate, lenke du und wende, Herr, dir in die Hände, sei Anfang und Ende, sei alles gelegt. Nimm es jetzt einfach an. Das Leben reicht dir die Hand. Hi. 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 Wir sind ja weiter. Okay. Ciao. 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 Und? Good news from USA? Ja, sie nehmen mich in Boston. Wow. Du wirst es machen, ne? Klar, ich wäre ja blöd, wenn ich es nicht hätte. Und du wirst hier nichts vermissen? Ich weiß nicht, vielleicht bleibe ich ja für immer drüben. So, jetzt muss ich los. Onkel Karl kommt dort aus dem Krankenhaus. Ciao. Ciao. Gehen Sie schon mal vor, ich möchte meinen Mann in der Bibliothek runterbringen. Dort hat er den schönsten Blick in den Garten und all seine Bücher sind in der Nähe. Herr Golz, gut, dass Sie wieder da sind. Hey, ja, ich werde Sie schon wieder aufpäppeln. So, jetzt bereite ich mal alles vor in der Bibliothek. Wunderbar, dass Sie dich schon entlassen haben, Papa. Von wegen entlassen. Ihre Mutter hat ihn quasi gekidnappt. Naja, machen Sie mich ruhig zur Verbrecherin. Ich weiß am besten, was für meinen Mann gut ist. Und ein Krankenhauszimmer ist es sicher nicht. Hoffentlich ist es wirklich gut für Papa und du machst das nicht nur, weil du ein schlechtes Gewissen hast. Ach, immer. Schön, dass es dir wieder besser geht. Auf Papa. Auf dich, Papa. Das Karl gut, Ludwig. Dass du uns ja nicht noch mal so einen Schrecken anjagst. Das verspreche ich euch. Nicht wahr, Jona? Jona wird nämlich auf mich aufpassen. Hier in diesem Haus. Bei Tag und Nacht. Dass ihr für mich da wart, als es mir schlecht ging, dafür danke ich euch. Ohne dich, Jona, hätte ich es nicht geschafft. Du hast mir Kraft gegeben. Und Jakob, vielleicht war es wirklich ein Versuch, dich in Konstanz zu halten. Es freut mich jedenfalls, dass es gelungen ist. Ach, Papa. Darauf trinken wir. Du wirkst so nachdenklich. Das ist plötzlich alles so anders. Man hat das Gefühl, durch Karl Ludwigs Krankheit habe sich jeder verändert. Ja, manches verliert an Bedeutung angesichts der Angst. Manches ja, aber nicht wirklich alles. Wie meinst du das? Also. Jakob, er ist jetzt wieder hier, aber trotzdem, er ist so zu. Er wird wohl nie richtig zur Familie gehören. Das wäre schlimm. Ich möchte so gerne, dass er bleibt. Vielleicht solltest du ihm das mal sagen. Ja? Stell dich. Ich bin so froh. Was ist los? Ich weiß es plötzlich. Alles wird gut.
Ich bin mir so sicher. Du siehst gut aus. Ich fühle mich auch gut. Du bist wunderschön. Karl Ludwig, ich werde mein Leben ändern. Ich möchte eine Reise mit dir machen. Hast du Lust? Ja. Einfach ja? Keine Terminprobleme wegen der Ernte? Oder ein Kalb, das geboren wird? Es ist alles in guten Händen. Buche die Reise. Ich freue mich drauf. So, jetzt komm. Ganz viel Spaß, Schatz. Macht euch keine Sorgen und bringt mir was Schönes mit. Ja, und Hanna soll die Suppe zum Mittag warm machen. Ja, jetzt macht, dass ihr loskommt und Hanni zu, bevor ihr angekommen seid. Morgen, Frau Goltz. Nein. Haben Sie schon gefrühstückt? Ich kann Ihnen gerne einen Kaffee rausbringen. Später, Maria, wenn ich vom Hof zurück bin. Mein Mann schläft noch. Ich fahre nur kurz rüber und spätestens zum Mittagessen bin ich wieder zurück. Sie bleiben wirklich nicht mehr dort? Nein, Maria. Ich überlege zu verkaufen oder zu verpachten und vielleicht an Rudolf. Das ist gut, Frau Goltz. Und richtig. Guten Morgen. Guten Morgen. Wie geht es, Vater? Er schläft noch. Es geht ihm gut. Also, ich bin dann weg. Und heute Mittag, Maria, gibt es einen schönen Rehbraten und Spätzle und Rotkraut. Bist du zum Essen da? Ich glaube, wir haben was zu feiern. Natürlich bin ich da. Fein, das freut mich. Bis später. Du weißt, was du tust? Nicht, dass sie alle wieder vor den Kopf stößt. Nein. Sie hat's endlich überwunden, Jakob. Nach all den vielen Jahren hat sie es überwunden. Stell dir vor, sie ist wieder da. Bei deinem Vater, bei dir, bei uns. Hallo, Liebes. Wie geht's dir und dem Baby? Uns geht's prima. Ich habe mir überlegt, dass du Patin werden sollst. Das freut mich aber. Sag mal, wo sind Madeleine und Rudolf? Ich muss mit ihnen reden. Die sind in Ravensburg auf der Bauernmesse. Die kommen erst heute Abend wieder. In Ravensburg? Wie schade. Die wehen? Wann hat's angefangen? Halb zehn. Sie kommen alle 15 Minuten. Ich glaube, jetzt öfter. Ganz ruhig. Heute ist ein wunderbarer Tag, um auf die Welt zu kommen. Dein Koffer ist gepackt im Flur. Ich hole ihn. Tut weh. Du musst versuchen, ganz ruhig zu atmen. Ja, wehr dich nicht dagegen. Lass den Schmerz zu. Ja, du machst das ganz prima, meine Kleine. Und in 5 Minuten sind wir schon im Krankenhaus. Thank you.
Entschuldigen Sie, Schwester. Ich suche Jeanette Bouvet. Sie hatte einen Unfall. Sind Sie mit Frau Bouvet verwandt? Ja, natürlich. Was ist denn los mit dir? Franz, hallo. Du musst jetzt sehr stark sein, Madeleine. Was? Was ist passiert? Deine Schwester Jeanette, sie hat eine Sturzgeburt. Nein. Sie hat es nicht geschafft. Was? Sie hat zu viel Blut verloren. Nein, das kann nicht wahr sein. Bitte sag es nicht. Nein! Nein! Jeanette. Das Kind. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, also auch auf Erden. Unser täglich Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Denn dein ist das Reich und die Kraft. Die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich weiß nicht, wieso Gott so etwas zulässt. Aber ich weiß, dass du nicht schuld bist, Jona. Wenn ich sie nicht zu mir genommen hätte, dann würden sie noch leben. Ich wollte Jeanette und ihrem Kind ein Heim geben. Und bekommen haben sie ein Grab.
Kätzchen, pass auf. Du hättest nicht kommen dürfen. Das ist zu anstrengend für dich. Für dich ist mir nichts zu anstrengend. Danke. Komm. Komm zu mir nach Hause. Oh mein Gott, Karl Ludwig, ich hätte es wissen müssen. Es war ein Unfall, Jona. Das ist kein Trost. Ich habe sie lieb gehabt und sie ist tot. So ist das bei mir eben. Weißt du, Lieber, sie sind mir zu nah beieinander, die Liebe und der Tod. Und was meinst du, wie es jetzt weitergeht? Wie gehabt vermutlich. Du hast ja Mutter gesehen. Sie wird drüben bleiben, armer Papa. Oh Mensch, sie tut mir so leid. Irgendwie zieht sie das Unglück richtig an. Ach komm, Emma, das meinst du doch nicht im Ernst. Doch. Geht's dir nicht gut? Oh, doch, doch, alles in Ordnung, bloß mein Magen. Wiedersehen, Nettie. Willst du hin? Einfach nur weg. Wir? Ja. Jetzt weht der Wind dich wieder weg. Über den See. Madelon. Bitte nicht. Ich würde gerne sagen, komm mit mir und lass uns irgendwo neu anfangen. Aber ich kann nicht. Ich weiß im Moment überhaupt nichts mehr.
weglaufen ist keine Lösung. Nimm mich mit zur Ferie. Ich würde mein Leben geben, um es umgehen. Auf Wiedersehen, Jona. Es war ein Unfall, Mutter. Du solltest mit ihr gehen. Und du? Ich bleibe hier. Ich habe es dir damals versprochen. Es hat sich nichts geändert. Durch Jakob. Bleib bei uns. Die Villa ist groß genug. Da könnte ich es nicht aushalten. Ich brauche Abstand. Und ich will nachdenken. Wie geht es dir, Papa? Das Schlimme ist, dass man Jona nicht helfen kann. Die Schneekönigin. Die Schuldgefühle haben sie wieder eingeholt. Und ich habe schon gedacht, es wäre vorbei. Kann ich etwas für dich tun? Es ist schön, dass du da bist. Sie können jetzt aufstehen. Ja, Sie haben recht gehabt, Frau Barnemann. Sie sind schwanger. Ich gratuliere Ihnen. Ist das wahr? Sind Sie sicher? Ganz sicher. Ist ja Wahnsinn. Damit habe ich nicht gerechnet. Aber irgendwie ist es auch wunderschön. Für Ultraschallbilder ist es jetzt noch zu früh. Aber ich denke, in 6 bis 8 Wochen kann man was sehen. Ja, klar will ich ein Foto. Also dann? Danke, Herr Doktor. Wiederschauen. Tschüss. Dann bis in 4 Wochen. Fährst du wieder? In ein paar Tagen. Aber bevor ich gehe, wollte ich ganz gerne mit dir. Du solltest dich um deine Familie kümmern. Lass nicht zu, dass wieder alles auseinanderbricht. Was soll ich denn tun?
muss ich dir nicht sagen, das weißt du ganz genau. Mann, seid ihr denn alle verrückt geworden? In so einer Zeit, da hält man zusammen, da tut man alles, damit man nicht voneinander wegdriftet. In normalen Familien mag das so sein. Bitte, hör doch endlich auf. Ist wirklich alles in Ordnung? Mhm. Clarissa, ich wünschte, ich könnte mehr tun. Lass mich in Ruhe, okay? Danke. Stimmt so. Oh, eigentlich wollten Sie doch zum Bahnhof. Ich hab's mir anders überlegt. Okay, danke. Tschüss. Frau Golz ist unten am See. Was bei Ihnen sein? Ihr wart immer alles für mich da. Man braucht Menschen, wenn man trauert. Wieso lässt du nicht zu, dass man dich tröstet? Ja, ich weiß, mich geht das alles wahrscheinlich am allerwenigsten an, aber ich kann einfach nicht mehr mit ansehen, wie unglücklich ihr hier alle seid. Du sitzt da in deinem Schmerz vergraben und um dich rum geht alles in die Brüche. Wieso bist du so egoistisch, Jona? Ich kann nichts tun. Nein, das glaubst doch nur du. Alle brauchen dich doch. Wieso zeigst du ihnen nicht, dass du sie liebst? Ach Gott, du siehst doch, dass ich nichts als Unglück bringe. Es ist besser für alle, wenn sie mir fernbleiben. Das ist doch nicht wahr. Es war ein Unfall, für den du nichts kannst. Aber für deine Familie, für die kannst du was tun. Entschuldige bitte, dass ich so offen bin, aber das musste ich irgendwie noch loswerden, bevor ich weggehe. Also dann, auf Wiedersehen, Jona. Auf Wiedersehen. Ich dachte, ich könnte ohne dich leben. Ja, das hast du dir so gedacht. Hm? Ich werde es endlich schaffen. Was? Das Glück festhalten. Du musst es ihr sagen. Das werde ich. Wir können hier aber nicht bleiben. Ich weiß. Weißt du, Jakob und ich, wir waren immer so viel unterwegs. Ich habe mich nie bei ihm wirklich zu Hause gefühlt. Aber bei dir? Fühlst du dich zu Hause? Hm? Ja. Hast du dir das gut überlegt? Ja.
Jona. Ich glaube, es ist an der Zeit, Jakob. Die Wahrheit, ich würde sie dir gerne erzählen. Die Wahrheit? Ja. Die Wahrheit über mich. Gehen wir bitte? Ja. Ich war 10 Jahre alt. Meine Mutter war tot. Mein Vater, den ich über alles liebte, hatte wieder geheiratet und nochmals einen kleinen Sohn bekommen. Fritz. Und plötzlich war ich nicht mehr Vaters Augenstern, sondern der kleine Fritz. Alles drehte sich nur noch um ihn. Und ich fühlte mich ungeliebt, ausgeschlossen. Ich hasste diesen kleinen Eindringling, der mir ja die Liebe meines Vaters genommen hatte. Ja, ich habe ihn ertrinken lassen. Du hast was? Ich habe ihn nicht gerettet. Ich bin schuld am Tod meines Bruders. Und von dem Tag an hatte ich Angst. Ich war überzeugt davon, dass mir alles, was ich jemals lieben würde, wieder weggenommen wird. Und ich erwarte meine gerechte Strafe jeden Tag in meinem Leben. Was soll das heißen? Dass du mich nicht geliebt hast, um mich nicht zu verlieren, weil du Angst hattest, ich könnte sterben? Ja. Jeden Tag, seit wir uns kennen, hatte ich Angst um ihn. Und als er seinen Schlaganfall überlebte, da war das für mich wie eine Wende. Wie ein Zeichen, dass jetzt alles anders wird. Und dann ist Jeanette gestorben. Und alles war wie immer. Wieso hast du mir das nie erzählt? Das war so schwer. Aber jetzt musst du es wissen. Es hat nichts mit dir zu tun, dass ich dich allein gelassen habe. Jakob, du warst das wunderbarste Kind, das man sich nur wünschen kann. Aber ich wollte, dass du lebst. Und dass ich dich nicht mit meiner Angst und Liebe umbringe. Ich war überzeugt davon, dass du nur leben würdest, wenn ich mich aus deinem Leben zurückziehe. Ich dachte immer, vielleicht nützt das ja etwas, wenn ich mich selbst bestrafe. Wenn ich mich fernhalte von dem, was mir das Liebste auf der Welt. Mach nicht den gleichen Fehler wie ich. Lauf nicht vor der Liebe davon. Sie ist eine wunderbare junge Frau. Und sie liebt dich. Und sie fliegt heute in die Staaten. Aber ihr Herz bleibt hier. Du entschuldigst mich, ja? Fenster sitzen? Gerne Fenster. Clarissa! Clarissa, warte! Clarissa, ich kann dir nicht sagen, dass du nicht fliegen sollst. Das könnte ich nie von dir erwarten.
komm wieder zurück. Komm zu mir. Ja. Und ich dachte schon, ich müsste unser Kind allein aufziehen. Unser was? Unser Kind. Ich bin schwanger von dir. Du meinst, ich... Du meinst, ich werde Vater? Ich werde Vater. Ja. Oh, komm. Oh, krass, ich werde Vater! Ich liebe dich. Oh Gott, ich liebe dich. Grüß Sie. Hallo. Es ist gut, dass du mit ihm gesprochen hast. Karl Ludwig, ich möchte den Hof verkaufen. Ja, hilfst du mir? Ich denke nicht daran. Es ist dein Hof. Besuch für Sie. Hallo. Du bist sicher überrascht. Nein. Ich bin nicht überrascht. Jona, Madeleine und ich, wir werden von hier fortgehen. Wir wollen anderswo neu anfangen. Ich freue mich für euch. Aber ihr müsst nicht fortgehen. Ich habe gerade mit Karl Ludwig darüber gesprochen. Ich wollte euch den Hof übergeben. Es ist dein Hof. Er gehört zu deinem Leben. Aber du hast ihn zu dem gemacht, was er ist. Für dich. Ich habe es immer noch für dich getan. Und jetzt? Jetzt musst du endlich was für dich tun. Das verstehe ich. Ich freue mich so für dich. Und ich wünsche dir und Madeleine alles Glück dieser Erde. Ich danke dir für alles. Leb wohl. Sag mal, die Tortenheber, die habt ihr aber gut versteckt. Ich hab's ja gesagt, überlass das lieber Hanna. Mir macht das aber Spaß. Ich hätte nicht gedacht, dass es hier so schön ist. Ja. Und danke immer, dass du alles so schön arrangiert hast. Du hast doch immer gewusst, dass du dich auf mich verlassen kannst. Ja, das wusste ich. Und ich war immer schon stolz auf dich. Komisch, ich war mir immer sicher, dass du es schaffen würdest. Bei Jakob weiß ich es erst heute. Musik.
Friedrich Karl Jakob, ich taufe dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Sagen. Heute ist ein ganz wunderbarer Tag für uns alle, ganz besonders aber für mich, weil ihr hier seid. Hier auf dem Hof meiner Eltern, ihr, meine Familie. Das Wichtigste, das es für einen Menschen geben kann. Jakob und Clarissa, ihr könnt gar nicht ahnen, was ihr mir für eine Freude gemacht habt mit eurem Glück. Und darum habe ich mich entschlossen, meinem Enkel Friedrich zur heutigen Taufe den Meinhardthof zu schenken. Das ist